Ja, bei mir jetzt der Torschütze des Spiels, Ömer Yavuz. Ja, erklär mal kurz, hast du den Torwart ganz schön auf dem falschen Fuß erwischt da? Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, ich muss sagen, ich erinnere mich nicht mehr wirklich an das Tor. Dieser Adrenalin, die ganzen Emotionen. Es war alles zu viel in dem Moment. Ich habe einfach nur noch die Lücke gesehen, habe abgezogen und dann war der drin. Aber es war nur das Ergebnis von unserer harten Arbeit. War nichts irgendwie persönlich, es war einfach nur die Arbeit vom Team. Das habe ich dann belohnt. Ihr habt ja super Umschaltmomente gehabt, immer wieder kraftvolle Vorstöße gehabt. Wen war so von der Spielanlage, waren die auch nicht schlecht, sage ich jetzt mal, aber habt sie niedergefightet mit super Disziplin. Ich glaube, das war heute ausschlaggebend, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war unser Ziel, nicht über das Spielerische. Da sind die uns überlegen, da muss man ehrlich sein, aber mental ist uns einfach keiner überlegen, kämpferisch ist uns keiner überlegen. Das haben wir heute einfach wieder bewiesen. So. Was sagst du jetzt zur Stimmung? Offiziell 1650 Zuschauer, nicht ganz 2000, wie wir vielleicht gehofft hatten, aber schon eine Wahnsinnsgeschichte, oder? Ja, überragend. So. Hält ein wenig ein, die haben uns so nach vorne gepeilt, das ist unglaublich. Gerade so als junger Spieler ist man sowieso voller Emotionen und dann noch die Unterstützung von außen, das war einfach nur überragend. Und jetzt geht's nach Wien, da erwartet euch natürlich nochmal ein hartes Stück, aber ich glaube, der Jan Stoffels wird euch wieder mit seinem Trainerteam gut einstellen, oder? Jan Stoffels, der hat einen Plan und der wird aufgehen. Ich bin überzeugt, der Plan wird aufgehen, wir werden bis zur letzten Minute, es ist noch nichts passiert, wir werden bis zur letzten Minute überzeugt kämpfen, dann werden wir das machen.